So, willkommen zurück. Ich habe gehört, ich werde jetzt wahrscheinlich eh gleich sterben, weil in meiner Abwesenheit die irgendwas ausgehackt haben. Ich meine, ich habe... Nö, boah. Ich mache mir da gar keine Hoffnung mehr. Wird irgendwas passieren? Wahrscheinlich Logging in. Plupp. Oh mein Gott. Was ist das? Was ist das? Seid ihr grenzdebil? Alter, man kann hier voll gut leveln bei ihm. Seid ihr grenzdebil, Mann? Wie viele Leben hast du noch? Ach, du hast noch. Keine Ahnung, Mann, die sind gerade schwarz gewesen, die Leben. Ja, seid ihr irgendwie dumm oder so? Ich meine, ich find's geil, ich level gerade wie ein Irrer, aber. Alter, was? Wenn ich hier verrecke, ne? Du verreckst? Noch nicht. Ich wehre mich mit Haut und Haar. Ich konnte die Spinnen logischerweise nicht. Ich wehre mich mit Haut und Haar. Niemals, ich gebe nicht auf. Wer macht denn die scheiß Fackeln weg? Boah, hier sind irgendwelche Superspinnen gewesen, das war echt nicht schön, ne? Boah, ihr Assis. Ja, wieso denn ihr? Kevin war das, ganz alleine. Hallo! Komm nicht mehr hier weg. Alter. Was ist? Hört ihr mal auf, Spinnen zu spawnen! Oskar, kannst du das bitte lassen, weil ich kann mich kaum bewegen gerade und ich sterb dann wirklich. Warte. Alter, was ist das? Hallo! Oskar, ich kann mich gerade nicht bewegen. Ich hab keine Spawn-Eier mehr. Oh. Endfriedi ist gewonnen. Wolf, das waren gerade 110. Ja, ich hatte Angst hier zu sterben, weil ich kann mich mit den Lecks gerade nicht bewegen. Und wenn Oskar mir dann die Spinnen alle an Hals hältst, dann brauch ich das. Alter, gib mir das auf den Sack! Hör mal auf jetzt, Oskar! Ich hab leider keine Spawn-Eier mehr. Was soll das? Mein gut, ich habe jetzt wahrscheinlich 16 Level kurz gemacht, aber... Was ist los mit euch, ey? Euch vorne. Das war alles Freddys Idee, voll schlimm sowas. Der ist extra zurückgegangen und hat Spawn-Eier geholt. Soll ich ihm deine Nachricht zeigen, die du mir geschickt hast beim TS? Was? Was? Du Assi, ey. Ist eigentlich wieder drauf? Alter, was? Können wir weiter, oder? Geht nicht ja, euch. Vor allem, oh nee, warum logge ich mich auch in so einem scheiß Bunker aus? Ich finde auch, dass du voll selbst am Schulden bist. Nee, weißt du, was einfach ätzend ist? Meine verfickte Rüstung ist halt jetzt fast im Arsch. Weißt du, wie lange ich mich wieder an diese Kackmaschine stellen muss, damit ich die Level wieder drin habe? Du Assi. Ich finde auch, Oskar sollte kein Haus haben. Ich finde, da sollte ein Meteorit einschlagen. Oha. Zum Glück habe ich den Meteoritmarer schon benutzt. So, Kevin, ich habe gehört, du führst uns nochmal zu einem Ziel. Alter, lässt du die Scheiße sein? Dann lacht er dreckig wie so der kleine Siebenjährige. Okay, und Siebenjährige. Okay, und 7 Jahre alt läuft. Alter, ich schwör bei Gott. Ich schwör bei Gott. Da brauchst du dich gar nicht verstecken, Leute. Don't fuck with me. Was der Freddy wohl so macht? Was der Freddy wohl so macht? Das war doch jetzt schön. So. Finden wir es schön. Wo ist denn der Freddy? Weil wir wollen weiterziehen. Frederik. Ja, Ja. Ja. Mir hat sich gerade... Irgendwie, ich habe mich wieder ausgelockt. Warum habe ich mich wieder ausgelockt? Das weiß ich auch. Also ich war ja direkt wieder drin. Ich weiß nicht, was bei dir los ist. Ja, ich war auch direkt wieder drin. Das ist unfair. Minecraft. Weiß jemand, wie der Hydra Spawn aussieht? Tja, Freddy, ist ja blöd, wenn man einmal drin ist und wieder rausgeht und ich weiß, wie man wieder reinkommt. That's so very, very sad. That's so very, very sad. Ja. Ich würde nichts sagen, aber ich wäre ja soweit. Ich würde auch sagen, dass der Freddy einfach Pech gehabt hat und nachkommen muss. Von dem her, Kevin, starte die Reise. Ja, dann und los. Ich bin mal gespannt, was du sonst noch so gefunden hast jetzt. Ich bin auch gespannt, weil das war ja schon ziemlich geil, muss man zugeben, ne?
Ja, das war, weißt du, wie geil das war, als ich das Ding hochgelaufen bin und auf einmal alleine dir gegenüber stand? Was meinst du, wie ich da stiften gegangen bin? Wahrscheinlich, ja. Das war ja zu viert schon ekelhaft. Oh ja. Bis man halt mal drauf kam, wie man die scheiß Teile da wegbekommt. Das war echt nicht schön. Na, also ihr seht, wir haben unser Wort gehalten. Wir erkunden zwar, aber alles, was wir Geiles finden, machen wir dann natürlich im Stream on air. Also ihr seht, wir haben uns da schon echt gut vorbereitet. So, meine Damen und Herren, gleich kommen wir zum nächsten Ort. Hier ist ein Turm. Ach, den haben wir, glaube ich, schon. Der ist irgendwie kaputt. Der sieht kaputt aus. Dieser Riesenbaum, dieser kleine dünne da. Und was ist das denn für ein Pilz? Da rechts. Der guckt sich da schon wieder die Pilze in seiner Hose an. Wirklich? Okay. Und 7-jährige Pilze. Richtig. So, wir sind gleich da. Wo seid ihr so? Was, Naga? Was? Hier ist ein Naga-Boss. Nee, warte, wir gehen wieder weg von ihm. Hallo, Kevin, wir gehen... Naga? Nein. Hey, wo ist der? Nein, der ist bestimmt bei Kevin. Sein. Wo seid ihr denn? Ich bin hier. Ja, ich bin vor dir, aber was für ein Boss? Naga, siehst du nicht die Anzeige? Ja, der wird wahrscheinlich hier bei diesem... Oh mein Gott! Was ist das denn? Ich hätte ja gefallen, wenn das jetzt ein Labyrinth wäre, aber was ist das denn? Schaut euch mal die Verzierung an. Ja, die ist saugeil. Ich würde sagen, auf uns rein geht's. Ah, ich komm nicht rüber. Bin gerade zu grenzdebil. Och, Mann, ey. Okay, ich bin drin. Okay, komm, wir warten, Kevin. Schauen wir mal, was da ist. Wow! Wolf gegen Naga. Ja, gut, Mann. Dann starte ich halt nochmal neu. Okay, ja, der hat aber wenig Leben. Der hat wenig Leben. Bin gespannt. What? Wow, der springt raus aus der Arena. Der ist hier in irgendeine Höhle rein. Was? Was? Wo ist er? Hier, in die Höhle. Was ist eine Höhle? Warum ist der da rein? Ja! Der hängt hier fest! Da ist er! Das ist so ein kleines blaues Viecherboot. Ja, hier sind jetzt eine Menge. Wo ist er? Da ist er! Ich seh ihn! Komm schon! Wir müssen gucken, dass das Loot halt irgendwo hinfliegt. Und Freddy ist gone. Ich kann ihn nicht angreifen, ich kann ihn nicht mehr angreifen. Oh! Er hat sich festgepackt, glaube ich. Irgendwas macht hier auch ganz komische Geräusche. Vielleicht ist es eine 7-Jährige, aber ich weiß es nicht. Also, wie lädt der sich auf, oder meine ich das? Der regeneriert sich! Ich glaube, wir müssen ihn freigraben oder so. Ja, dann hau halt rein! Au! Ich werde aber immer von irgendwann gegriffen. Mach die Scheiße halt mal frei! So wie die eine Riesenspinne, die man mal bei den. Gefühlt wird der immer größer. Ach, fuck, was macht mir der da und Schaden? Yeah. Aua! Was ist denn jetzt hier schon wieder, ey? Au. Wenn ich jetzt in der Nähe komme, nehme ich Schaden. Irgendwo. Ja, ich nehme auch dauernd Schaden. Au. Ah, jetzt ist ein Zombie. Was ist denn das hier, ey? Krass, aber Spaß. Nicht so ganz Spaß. Ja, hey. Ja, wir haben ja... Mich schaut der komisch an, das finde ich nicht in Ordnung von ihm. Das für ein Affe. Vor allem der regeneriert sich, das ist doch scheiße. Ich komme nicht mal mehr hin. Ich lebe hier irgendwo fest und nehme permanent Schaden, wenn ich irgendwas mache. Wow. Kevin legt erstmal so ein kleines Paradies frei. Für die kleine 7-Jährige brauchen wir jetzt noch ein Spieleparadies. Ja, ja. Ja, also der Boss ist wieder voll aufgeladen. Oh Gott. Aber er ist ja schon kleiner geworden, also... Wow, okay, mit dem Creeper habe ich gerade nicht gerechnet, Entschuldigung. Alter. Hau ab. Wow.
warum geht das Scheißviech auch hier in die Höhle rein? Ja, das frage ich mich auch. Das macht's doch mit Absicht. Gott. Oh, ich muss was essen. Ja, vielen Dank für den Rat. Hätte ich jetzt direkt wieder vergessen. Ich glaube, die reflektiert Pfeile oder sowas und wir nehmen da und Schaden durch unsere eigenen Beile. Als würde ich Pfeile schießen. Mann, das Vieh kommt hier nicht mehr raus, oder? Hab nichts gesagt, das hat sich bewegt. Und ich finde das langsam hier nicht mehr schön. Ich back nämlich gerade so ein bisschen in das Vieh rein. Wir können hier in seiner Nähe stehen, ohne Schaden. Wow! Bum. Ja, Kevin, ne? Und Banani zum Heilen ist nicht dabei. Ja, so ein Mist aber auch. Aber irgendwie bombe ich mich nicht hier raus. Irgendwas explodiert hier, aber es ist nicht das, was wir wollen, glaube ich. Versuche mal einen Weg nach oben zu finden. Einfach nur finden, wo wir den. Ja, aber Kevin, wenn du lang genug auf die Stelle schießt, müsstest du dich doch irgendwann. Weg ja, ich guck mal eben kurz, ob ich irgendwo oben rauskomme. Irgendwie bewegt es sich schon immer wieder so ein bisschen, das Vieh, aber. Ich glaube, das. Mach mal das Wasser da weg. Das wird nix. Das wird nix. Alter, ich nehme hier extrem Schaden, warum? Ja, da war ich vorhin auch, hinter seinem Rücken da. Ah, ja wahrscheinlich, weil das Vieh so lang ist normalerweise. Das hat sich ja regeneriert. Ich glaube, das Spiel hat das auch so berechnet, dass der wieder komplett lang ist, weißt du? Ich glaube, wir haben den einfach nur kaputt gebackt. Aber irgendwo müssen wir ihn ja trotzdem angreifen können. Ja, da drin wahrscheinlich nicht mehr. Nicht mehr in diesem Leben. Jetzt slidet er nochmal woanders hinweg. Befürchte nicht mehr in diesem Leben. Oh, habt ihr raus hier, ey. Also ich bin wieder oben und ihr so? Ich versuche jetzt hier erstmal alles freizulegen. Ich schaue mich mal um, ob da irgendwas Interessantes ist. So ein Endboss möchte ich eigentlich nicht stehen lassen. Nee, das nicht. Will doch keiner. Außer vielleicht Freddy, aber da kommt er auch gar nicht mehr rein. Oh, er ist wieder TS im Übrigen. Ist er das? Ja. User was moved to your channel. So, Freddy, was ist da los? Keine Ahnung, es läuft gerade auch wieder ziemlich flüssig, aber wenn es nochmal aufhört, dann glaube ich, dass ich soll für heute gut sein. Im Moment läuft es aber wieder. So. Also ich habe mich jetzt hier mal umgeguckt, hier ist rein gar nichts. Also das scheint wirklich nur eine Boss-Arena, sagen wir mal, zu sein. Die nicht mal funktioniert, Mann. Der nicht mal funktioniert. Was ist das hier? Ach, das sind Glühwürmchen, glaube ich. Ja. Das sind die Glühwürmchen hier, ne? Wisst ihr, wo das Portal war? Zufällig? Ja, Firefly. Das Portal? Nee, kann ich dir nicht sagen. Lisa ist genehmigt. By the way, ich habe hier irgendwas Interessantes gefunden. Und zwar Torchberries. Die sind golden markiert. Weiß jemand, was das ist? Doch nach, wie man es so macht. Und ich habe auch noch ein Zombie-Zepter. Was macht das? Das war das, mit dem du die Zombies spawnen. Achso, warum habe ich das auf einmal? Ich fand's nicht cool und hab's dir getroppt. So. The Forest also, Raven. Nervig, the Knight of the Raven. War nicht gut genug für ihn. Ja, aber ja, dann müssen wir uns den Boss beim nächsten Mal angucken, weil ich glaube, den kriegen wir hier nicht wieder normal hergestellt. Was habt ihr denn gerade gemacht? Ist das ein besonderer Stein, Kevin, hier? Nagerstein. Nagerstein? Okay. Nur ich frag mich dann, was soll sich daran ändern, wenn du dann nochmal wiederkommst? Naja, dass er halt wieder da ist und diesmal machen wir ihm die Höhlen zu oder so. Keine Ahnung. Jetzt mach doch nicht die ganze Arena kaputt, ist voll cool. Können ja unsere eigene Boss-Arena bauen.
finde den Stein cool, den könnte man für zu Hause... Der Nagerstone ist echt cool, ja. Den könnte man für zu Hause echt gebrauchen. Was denn für ein Metall? Lässt sich auf jeden Fall von einer Iron Pickaxe nicht abmachen. Warum hast du eine Iron Pickaxe? Ja. Seht ihr das? Das ist echt sehr geil. Kevin, guck mal. Weiß nicht, ob du das gesehen hast. Schau mal hier. So ein Kopf eingezeichnet. Ja, das ist das. Es gibt Stein, ganz normalen Nagerstein und Nagersteinkopf. Nagersteinkopf. Aha. Von dem Muster. Ich verstehe. Cool gemacht. Ist echt cool gemacht, ja. Kann man nicht meckern. Na gut. Wow, Sascha ist echt schon. Ach, das ist ein Hammer. Okay. Sammle ich hier noch ein bisschen? Sascha, wie tief unten war das Viech? Sascha baut so nach dem Motto: Klotzen, nicht kleckern. Ja, das ist nur das Grundgerüst, Friedi. Ja, trotzdem. Es sieht scheiße aus, ich weiß, aber. Was? Ja, aber es ist größer als jedes Haus, was wir haben. Was ist das denn da hinten? Hallo? Wer backt hier so hart? Ich versuche die Hydra mit meinem Teil wieder hochzuziehen. Ja, aber ist schon eine Hydra. Nicht die Hydra, sondern die Naga. Funktioniert nicht. Natürlich geht das nicht. Was ist los mit dir? Ich kann dich ja aufziehen. Und ich kann dich umbringen, wenn du die Scheiße nicht lässt. So. Ja gut, dann sind wir hier durch, oder was? Oder wir suchen halt wirklich noch nach einem anderen Gebiet. Weil die liegen ja hier echt nicht weit auseinander irgendwie. Ja, ich würde gerne in die Richtung noch gehen und ein bisschen was aufdecken. Damit wir hier so mal diesen Kreis, sag ich mal, abschließen. Jungs, was würdet ihr sagen, wenn ich euch sage, ich hab noch was? Geil. Kevin hat noch was. Wo ist ich Kevin? Ich würde sagen, ich hab noch was. Ich muss mal eben kurz aus dem Loch hier raus. Wo seid ihr denn? Ich bin quasi vor deiner Schnauze. Da ist ein... Nagerring. Ja, göttlich, der Nagerring aus Nagrand, oder was? Naja. Banani, der Einzige natürlich, der es versteht. So, ja, dann mal los, Kevin. Pass auf, er hat die Hydra gefunden, ich seh's schon kommen. Ja, genau. Drei von denen, auf einmal. Mindestens. Und dazu noch zwei Nagas. Jetzt hab ich fast selber abgeschossen.